Ralf Herberts vom Regionalverband des VCD, also des Verkehrsclubs Deutschland. Wir stehen hier an der Neusser Straße und blicken sozusagen Richtung Eigelstein-Torburg und auch auf den Ebertplatz. Sie machen einen Vorschlag, den Sie, glaube ich, auch in die Bezirksvertretung einbringen wollen. Ja, wir wollen einfach die direkte Beziehung für Fußgänger und Radfahrer wiederherstellen. Man weiß ja, das ist die alte römische Hauptstraße, also über 2000 Jahre Geschichte, und mit der damaligen Gestaltung des Eberplatzes hat man diese Verbindung unterbrochen. Inzwischen hat man verschiedene Reparaturmaßnahmen auch für die Querung gemacht. Was aber noch fehlt, ist der letzte Schritt. Das ist die direkte Querung vom Eigelstein hier rüber in die Neusser Straße. Und man hat jetzt im Rahmen der hektischen Maßnahmen mit dem Patienten Eberplatz hier so trennende Mauern weggenommen. Und damit wird es sehr einfach, den Radverkehr und die Fußgänger wieder direkt geradeaus zu führen. Und das wollen wir erreichen. Wäre dann der Autoverkehr eingeschränkter oder müsste irgendjemand Spuren hergeben? Oder wie ist das so angedacht? Wir haben, unser Vorschlag lautet, auf einem kurzen Stück aus zwei Fahrspuren eine zu machen, damit man links und rechts davon den Radverkehr anordnen kann. Allerdings sind die zwei Fahrspuren auch nur auf 150 Metern vor der Ampel und davor ist sowieso alles einspurig. Und dadurch, dass sich dann frühzeitig die Radfahrende und die Autofahrende in ihre Richtung sortieren, geht auch wieder alles entspannter ab. Und wir haben es vorhin erlebt, hier gibt es auch regelmäßig Konflikte mit zwischen Autofahrern, die in die Kurve fahren, abbiegen wollen, sich schneiden. Das würde dadurch auch entfallen. Jetzt haben Sie Ihr Konzept schon mal vorgestellt, nämlich am Tag des guten Lebens. Wie war die Reaktion der Bürgerinnen? Sehr positiv. Also wir haben sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen. Fast keine kritische Stimme, weil wir eben ja auch sozusagen, wir sagen ja nicht, dass der Autoverkehr komplett verschwinden soll oder so, sondern wir wollen eine gute Lösung für alle, die in der Stadt unterwegs sind, erreichen. Und warum wir jetzt nochmal auch damit explizit in die Öffentlichkeit gehen, ist zum einen diese positive Rückmeldung und zum anderen, dass auf der Neusser Straße hier im Agnesviertel Umbauarbeiten anstehen und wir uns wünschen, halt diese Maßnahme noch mit zu integrieren. Gab es schon so erste Reaktionen, vielleicht auch von Bezirkspolitikern oder auch von Politikern aus dem Stadtrat, die im Verkehrsausschuss sitzen oder Stadtentwicklungsausschuss? Also ich weiß von Mitgliedern der Bezirksvertretung, dass sie das auch positiv fanden. Wir haben also nicht die direkten Gespräche gesucht. Das werden wir auch in den nächsten Tagen machen, weil zur Sommerpause sind viele Leute unterwegs und nicht erreichbar. Und das wollen wir in den nächsten Tagen machen. Die Politik mit ins Boot holen, davon überzeugen, den Vorschlag genauso wie die Verwaltung, wo ich informell von Mitarbeitern auch schon positive Stimmen gehört habe, die das auch für eine gute Idee fanden. Ralf Haberts vom VCD Köln zu Ideen, wie man den Ebertplatz vor allem für Fußgänger und Radfahrer durchgängiger machen kann. Herzlichen Dank. Ja.